Heute freue ich mich über alles. Ich bin so ein Happy Influencer. Ist das wirklich ein Kaugummi? Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sayo Sophie, du Chakalakalaka. Heute unboxe und reviewe ich die neue Hoppala, Goodiebox. Mittlerweile bekomme ich monatlich 6 verschiedene Boxen zugesendet und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal so random, kunterbuntmäßig einmal im Monat eine andere vorstellen. Dieses Mal ist es die neue Goodiebox. Eine winzig Kleinigkeit, bevor ich das jetzt sofort aufmache. Ich kann das ja nebenbei machen, weil ich habe gelernt, wie Multitasking funktioniert. Nein, habe ich nicht. Ich erspare dir jetzt mal die Odyssee, wie ich zu dieser Box gekommen bin. Also immer diese Speditionen, egal. Ach, ich öffne übrigens die Box schon, ne? Ah, Jenner, was ist das? Flieder, Magenta, irgendwas, Pantenone, Panone, Danone, Ton. Ach, ich brauche einen Screenshot. Ich bin der Meinung, heute schaue ich irgendwie besonders creepy aus. Naja, egal, der Bart ist im Weg. Hier haben wir die Goodiebox. Schauen wir gleich, da will schon ein Zettel raus. Ich vermute sehr stark, das ist Werbung, aber heute bin ich... etwas offener und mikromüh weniger kritisch. Aber nur ein Mikromüh. Sesam, öffne dich. Das ist Werbung. Wie mache ich das? Ich platziere das da, sieht man das? Nö. ich stelle das da trotzdem hinten hin. Der dunkle Fleck ist diesmal ausnahmsweise nicht meine Seele, sondern das Äußere der Goodiebox. Den Farbverlauf finde ich hier jetzt mal wirklich schön. You got this box. Ich lege mir die Informationsbroschüre unten hin und ich mache es endlich einmal auf. So, ein Aufkleberhammer. Zack, zack, zack. Wie immer kostet die Box 19,95 Euro. Promotion-Links und Rabattaktionen und so weiter und so fort zu allen möglichen Boxen habe ich bei mir unten in die Videobeschreibung gepackt. Falls es jemand interessiert, reinschauen, falls nicht. Ich nehme gleich das erste Produkt, das mir hier entgegenspringt, und die Box stelle ich nach unten, weil Multitasking, wie wir wissen, kann ich nicht. Könn ich nicht. Als erstes haben wir den für mich uninteressantesten Artikel, was wahrscheinlich daran liegen könnte, dass ich ein Mann bin und eigentlich nicht die Zielgruppe für diese Boxen bin. Trotzdem schauen wir uns das Produkt an. Als erstes haben wir hier eine Full-Size Nails Ink 45 Second Top Coat with Retinol für sage und schreibe 15 Euro die Verpackung. Also ein Top Coat für Nägel. Weiter. Dann kommen wir hier, das ist sehr wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich das absolute Highlight dieser Box. Ich glaube es zu kennen. Ich soll nicht so mit Dingen werfen. Larizzi Cosmetics Athena. Das ist eine Lidschattenpalette. Eyeshadow Collection. Mit eigentlich wirklich wunderschönen Farbnuancen. Habe ich da was eingeatmet? Bin ich jetzt tot? Muss ich sterben? Gegen diese Eyeshadow-Palette kann man wirklich nichts einwenden. Die Costa Quanta Kosten betragen 43 Euro für diese Palette. Ja, ja, da wird sich jemand zu Niccolo freuen. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt von Luxless. Was ist das? Ich lese es da unten ab, weil das ist unlesbar. Das ist nicht nur für meine Augen, sondern für alle Augen. Gell? Ich sag's nur. Mecker, mecker, nichts mecker, mecker. Nourishing Hair Care Serum. Das gibt man in die Haare, also Arganöl. Okay, ein Haarprodukt. Ja, okay. 22,90. Also die Produkte, zumindest von den ursprünglichen UVP-Preisen, sind ja mal wirklich wertvoll dieses Monat. Mhm. Dann haben wir hier Ivy Aea Face Cream with Pro-Vitamin B5. Englisch oder Deutsch, mir egal. All Skin Types, da bin ich gespannt. Hab schon länger keine neue Gesichtscreme mehr ausprobiert. Die ist verpackt, die mache ich dann demnächst auf, wenn ich die anderen mal endlich mal leer habe. UVP 7 Euro, kommt in meine, wird demnächst ausprobiert Ecke. Das fünfte und eigentlich letzte Produkt der Goodiebox kommt jetzt. Eigentlich sage ich deswegen, weil da noch ein sechstes Produkt drin ist. Heute freue ich mich über alles. Ich bin so ein Happy Influencer.
Von Starskin haben wir hier The Gold Mask Eye. Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks. Also so Augendinger mit Goldpartikeln wahrscheinlich. Bestimmt kein Mikroplastik, ganz bestimmt nicht. Ich war jetzt nicht unterm Tisch, ich habe hier das da gelesen, was da draufstehen tun tut. Ein Paar ist drin, kostet 25 Euro. 25 Euro. Also, wenn dieser Fragebogen kommt, dann werde ich definitiv ausfüllen, dass ich mir das nicht kaufen werde, weil so gut kann das gar nicht sein. Aber, naja, okay, wird ausprobiert. Und wenn ich geschwollene Augen habe, wissen wir dann, woran es liegt. Nö, aber ohne Schmäh, dieses Mal sind wirklich hochwertige, teure Produkte drin. Dann zum Schluss kommen wir zu diesem Artikel, den ich sehr wahrscheinlich vorhin weggeworfen habe, weil ich vermutet habe, es ist Werbung, aber es ist Werbung, wenn es drin ist und eigentlich nicht drin sein sollte und ein Werbeplakat dabei war. Also, True Gum, da geht es um plastikfreie Kaugummis. Frei von Zucker, Aspartam und künstlichen Aromen. Also geschmackslos. Aha. Geh auf. Ist das wirklich ein Kaugummi? Bekommt man davon Diarrhoe? Und war ein echter Huster übrigens. Wie viele Kalorien hast du das? Nö, also so im direkten Vergleich jetzt zum Beispiel zur Pink Box, die ich übrigens nach wie vor erhalte, obwohl ich von der PR-Liste gestrichen wurde. Das ist ja überhaupt das Witzigste auf der ganzen Welt. Egal. So im Vergleich ist die Goodie Box halt wirklich qualitativ sehr viel hochwertiger. Kostet halt auch mehr, aber ist wirklich von den Produkten drin und von dem Wert her, der da drin ist, besser. Ich würde mich wahnsinnig über den Daumen nach oben freuen und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann wäre das der perfekte Augenblick, das jetzt nachzuholen und am besten die Glocke aktivieren, weil der YouTube-Algorithmus mag mich in letzter Zeit nicht mehr und schlägt meine Videos niemandem mehr vor, obwohl die Leute mich abonniert haben. Heul, heul. Ach, tschüsschen, bis zum nächsten Mal.